Osnabrück. Jetzt ist der Co-Trainer des FC Energie. Willkommen zurück in Cottbus, Markus Feldhoff. Und liebe Energiefans auf dem Altmarkt, es gibt einen Mann beim FC Energie Cottbus, der hat etwas zurückgebracht. Hoffnung. Und er hat nicht nur Hoffnung zurückgebracht, sondern auch wieder den Glauben an ehrliche Arbeit im Fußball. Er ist authentisch, er ist emotional und er ist vor allem eins. Er ist mitreißend. Hier ist der neue Trainer des FC Energie Cottbus. Hier ist Pele! Unsere Jungs nicht mit dabei, nicht wieder auf die Bühne gekommen, ist Argifilio. Wir wissen, er ist alle frisch operiert, kann also noch nicht so gut Treppen laufen. Wir wollten ihn hier nicht mit den Krücken präsentieren, aber er ist bei der Autogrammstunde gleich mit dabei. Auch ihm ein herzliches Willkommen, Argi, hinter der Bühne, nachher bei der Autogrammstunde ist er mit dabei. Junge, gute Besserung. Und das wünschen wir natürlich auch Daniel Ziebig. Auch der ist heute nicht mit dabei. Er ist in Donaustauf, macht dort seine Reha nach der Kreuzband-OP. Es geht ihm gut, soll ich schöne Grüße ausrichten. Er ist bald wieder da. Und an dieser Stelle begrüßen wir auch noch ganz herzlich vom FC Energie Cottbus den Präsidenten Ulrich Lepsch, den Geschäftsführer Frank Duschka, den Manager Steffen Heidrich und natürlich heute auch hier den Cottbuser Oberbürgermeister Frank Szymanski. Und da wollen wir den OB natürlich fragen, wenn man die Jungs hier so sieht und wenn man die Begeisterung in dieser Stadt jetzt vor dieser neuen Saison so sieht, dann muss doch einem Oberbürgermeister...